Urlaub im Bergischen Land, was vor ein paar Jahren vielleicht noch undenkbar erschien, ist heute teilweise schon Wirklichkeit. Es geht nicht um den klassischen Strandtourismus, sondern darum, die Besucher für das Bergische Land mit seiner Industriekultur zu begeistern. Unter dem Begriff die Bergischen Drei wird seit einiger Zeit versucht, den Tourismus im Bergischen Städtedreieck überregional bekannt zu machen. Ja, die Bergischen Drei gibt es jetzt seit 2-3 Jahren in einem gemeinsamen Format. Wir sind als Region sichtbar als Bergische Drei und das wollen wir natürlich stärken und ganz viele derjenigen mitnehmen, die im Bereich Tourismus auch ihr Geld verdienen und dort arbeiten, Gastronomie, andere Anbieter, Sportanbieter, auch ehrenamtliche Anbieter und dafür sorgen, dass Tourismus als Wirtschaftsfaktor einfach noch mehr Bedeutung gewinnt für die Region. Wir sehen da unsere Quellmärkte als ganz wichtig an, hier in der direkten Umgebung, für den Bereich Kurzurlaub oder auch Tagesausflug. Wir gehen auch noch in die Niederlande und sprechen die Besucher da an und das hat auch schon Wirkung gezeigt. Das Bergische Land bietet viel, von Natur bis Industriekultur. Das Potenzial wurde bis jetzt nur noch nicht genutzt. Wir haben hier, obwohl wir so ballungsraumnah sind, eine sehr attraktive Landschaft, eine sehr schöne Landschaft, sehr spektakulär und das findet man ja sozusagen ein paar Kilometer weiter Richtung Niederlande gar nicht mehr, diese steilen Berge und tiefen Täler. Wir haben sehr interessante kulturelle Angebote und zwar auch industriekulturelle Angebote, also man kann hier viel erleben. Das platzieren wir jetzt und ich glaube, es ist ganz einfach nachvollziehbar, dass andere Regionen im Bereich touristische Entwicklung schon eine längere Tradition haben. Das Sauerland ist klassisches Skifahrgebiet oder auch Wandergebiet schon seit über 100 Jahren. Das war hier noch kein Thema vor 100 Jahren. Hier hat man produziert. Das Urlaubsverhalten der Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewandelt. Diese Kurzurlaube, wo man einfach sich auch inspirieren lässt, auch einfach Neues im Vertrauten entdeckt zum Beispiel, das können wir unglaublich gut bedienen und da haben wir eine gute Zeit erwischt, um sozusagen in den Tourismus durchzustarten. Ganz klar geht es um die Spuren der Frühindustrialisierung, die aktiv keine Rolle mehr spielen, aber ganz viel davon erklären, wie wir heute leben. Und das ist, interessiert, glaube ich, die Menschen, zu erfahren, wo kommen wir her und wie ist auch weitere Entwicklung im technologischen Bereich. Das kann man hier alles erfahren, bis hin zu den Werksverkäufen, wo man sich dann die Produkte kauft und sieht, wie traditionelles Handwerk, traditionelle Industrie verknüpft ist mit ganz hochmodernen Ansätzen, zum Beispiel im Bereich Design. Das ist, glaube ich, ein Spannungsbogen, der diese Region auszeichnet. Sogar ein wichtiger Wirtschaftsfaktor kann der bergische Tourismus sein, wenn an den richtigen Stellen zusammengearbeitet wird. Wenn sich die Gasthäuser darauf einstellen und ihre Angebote entsprechend stricken, auch ein bisschen nochmal an ihrer Qualität arbeiten, dann gibt es da Potenziale ohne Ende.